Moin moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS19 Stammbach Projekt. Schön, dass du mit dabei bist und ja, herzlich willkommen in der Folge. Ich habe ein bisschen weiter gemacht, denn ihr seht es hier, wir haben zwar nur noch 11%, aber wir haben die Mission erfolgreich bestanden. Das heißt, dieses Stück und da die kleinen anderen Sachen, die ich so ein bisschen noch leer gelassen habe, die brauchen wir nicht. Aber trotzdem werden wir jetzt die Mission abschließen. Habe ich jetzt eine neue Mission angenommen? Das wollte ich ja nicht. So, wir haben die Mission abgeschlossen, haben 14.626 Euro bekommen. Und wenn dir das Ganze gefällt, dann lass gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich super drüber freuen. Und wenn du neu am Start sein solltest, dann abonnier doch auch gerne den Kanal. Kostet zum Glück nichts, total kostenfrei. Und damit bist du bei der Reise hier auf unserer Farm mit dabei. So, wir gucken einmal schnell nach dem Preis. Der steigt ein bisschen, deswegen spule ich einmal zumindest die Nacht durch. So, 257, 60, 50. Oh ja, moin, Bauer ist komplett los. Dann verkaufen wir das hier vorne direkt beim Landhandel. Das ist ja der höchste Preis für die Zuckerrüben, die wir in den letzten Folgen geerntet haben. Dann kriegen wir da auch noch mal ein bisschen was an Geld raus. Und ja, dann können wir gucken, wenn die Nacht vorbei ist, dass wir dann auf jeden Fall... oha, warte mal. Der Preis ist noch gut. Dass wenn die Nacht vorbei ist, dass wir dann unsere Felder uns noch mal angucken. Aber das werden wir dann ganz entspannt machen. Huch. Achso, er kippt schon ab. Ja, moin. Sehr gut. Bester Mann. Ah, hier habe ich das. Okay, wusste ich. Das ist ja auch gut zu wissen. 2968 und nochmal 1000. Also 3.000, 4.000 und ein paar zerquetschte haben wir gekriegt. Sehr, sehr gut. Jetzt haben wir wieder knapp 17.000 auf dem Konto. Wunderbar, das gefällt mir, Freunde. So muss das sein. Das heißt, wir können jetzt auch mal schnell wieder hell machen. Und dann kann ich den eigentlich ja gleich hier lassen, weil nämlich das Ackergras ist noch im Wachstum. Tatsache, ist noch im Wachstum. Aber die anderen beiden Felder, die müssen wir nochmal düngen, sehe ich gerade, ne? Die müssen aber nochmal gedüngt werden hier. Und das 121 Feld muss noch wieder angepflanzt werden. Also wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen was zu tun. Ich wollte aber ganz gerne einmal gucken, wo wir Felder haben, wo Mais drauf ist. Das sind nur diese paar Felder. Wie viel kostet uns das? 63, 71. 80.000, ey. Ich will doch nur ein bisschen Mais machen, Mensch. Dann lassen wir... Warte mal. Lassen wir den... Ich muss gerade mal überlegen, wo ist denn unsere... Hier drüben stehen? Ja, die Spritze, okay. Ah ne, dann können wir den auch erstmal wieder mit zum Hof nehmen. Der muss ja dann nicht hier rumstehen, der Anhänger auf der Straße. Das ist ja dann auch Quatsch. Und dann werden wir erstmal nochmal schnell mit der Spritze, denke ich mal, übers Feld heizen. Und nochmal ein bisschen, das ganze Feld düngen. Ich brauche auch immer noch Leute. Ich muss mein Set ein bisschen erweitern, ne? Wenn das irgendwie möglich ist. Ich möchte auch immer noch diesen. Ich muss noch immer diesen blöden Knauf hier haben, Mann. Das wäre auf jeden Fall noch ein Highlight hier. Den Knauf und dieses Headtracking. Dann bin ich aber auch sowas von happy. So, erstmal wieder hier vernünftig hinsetzen. Hatten wir nicht hier irgendwo die Spritze auch, den Düngerstreuer auch gehabt? Hm? Ich
schnell gucken. Doch, Düngerstreuer haben wir aber auch irgendwo. Wo ist der denn abgeblieben? Wo ist denn der Düngerstreuer abgeblieben? Ah, hier. Ah ja, stimmt, da war ja was. Den hatte ich ja hier hingetan, damit wir dann das nächste Mal direkt starten können. Ja, haha. Alzheimer-Bauer. So. Oh, die Hühner müssen wir auch nochmal versorgen, sehe ich, fällt mir gerade ein. Mit Weizen, ja, die müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Weizen kriegen. Da muss ich gleich mal mit dem Bobcat, denke ich mal, nochmal runter. Dann los. So, erstmal fahren wir jetzt nochmal schnell ein bisschen düngen. Und dann können wir, denke ich mal, auch bald wieder ernten. So, die Frage ist nur, ist das hier schon gedüngt komplett? Ist das hier schon komplett gedüngt? Ich meine ja. Mal schnell gegenchecken hier. Ja, das ist gedüngt. Okay, dann müssen wir also nur das hier drüben nochmal düngen. Weil wir wollen natürlich auch den meisten Ertrag haben, ne? Gar keine Frage. Oh, hier können wir zum Glück noch was sehen. Ja, dann düngen wir halt nochmal ein bisschen fleißig. Und dann geht es los und wir werden anschließend, denke ich, das Feld hier drüben auch ernten können. Ja, sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Da kann ich dann aber auch, glaube ich, ah ne, in der Mitte ist noch nicht. Aber da kann ich dann, wenn ich Glück habe, doch noch ein bisschen düngen. Mal schauen. Aber oh ey, hier gibt es auf jeden Fall noch auch so viel zu tun, Freunde. So viel zu tun. Aber wir haben immer noch, wir haben halt auch immer was zu tun. Das ist halt das. Vielleicht will ich auch einfach zu viel, wer weiß. Kann ja auch sein, ne? Kann ja auch sein. Aber so ist es. Nochmal eine kurze Sache in eigener Regie, Freunde. Wenn ihr euch Games kaufen wollt, dann checkt auf jeden Fall mal unten die Videobeschreibung ab. Tut es gerne über meinen Partner Instant Gaming für alle Games, die ihr haben wollt. Also bis auf Landwirtschaftssimulator, weil dafür habe ich den Partner Giants ja noch dazu gewonnen. Wo ihr dann über meinen Link in der Videobeschreibung euch die ganzen DLCs und Sachen vom Farming Simulator natürlich direkt bei Giants euch gönnen könnt. Und für alles andere nutzt gerne meinen Instant Gaming Link. Also ich habe dann quasi zwei Links, um euch, um Games zu holen. Wenn ihr jetzt sagt, ah, ich kaufe eh alles bei Instant Gaming, dann könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Damit würdet ihr mich unterstützen. Und ja, ich werde das natürlich, habe ich ja immer gesagt, in irgendeiner Hubform auch gerne wieder als der Community zurückkommen lassen, im Sinne, dass wir mal irgendwie im Stream Giveaway machen oder solche Sachen halt. Aber würde mich halt freuen, wenn ihr die Links benutzt, um euch Games zu kaufen. Wichtig für euch zu wissen ist natürlich, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ja, im Gegenteil, ihr unterstützt mich halt da zusätzlich noch mit dem Kauf des Games über meinen Link. So einfach ist es. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, vielen Dank und Kuss an jeden, der das halt macht. Und ne, wenn ihr halt dran denkt, wäre es halt ganz cool. Speichert euch den Link ansonsten gerne auch als Favorit oder so, damit ihr das halt immer da habt, wenn es denn soweit ist. So, ich gucke hier einmal schnell zurück. Das Feld hier drüben haben wir auf jeden Fall gedüngt und hier haben wir irgendwie so einen Mischmasch gedüngt. Aber ich gucke mal, dass wir das hier irgendwie vernünftig hinbekommen. Dass das hier alles gedüngt ist. Ist natürlich jetzt ein bisschen ätzend, weil es halt irgendwie so ein Chaosfeld hier jetzt geworden ist. Aber das kriegen wir schon irgendwie hoffentlich hin. Ganz genau. So. Bam, bam, bam. Werden wir jetzt hier nochmal gedüngen. Ey, die Felder sehen halt auch einfach nice aus, ne? Die sind so geil groß. Alter Verwalter, ey. Brauchen mehr Felder, Freunde. Mehr Felder, mehr Produktion, mehr Geld. So ein Ding ist das.
So, ich glaube, hier so durch die Mitte fahre ich jetzt einfach mal. Ah, mach weg! Mach weg! So, hier und dann fahre ich links von uns nochmal ein bisschen. So, jetzt vielleicht hier nochmal so rein. Dann glaube ich, haben wir aber auch alles. Ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig, weil die Frucht natürlich schon gewachsen ist, ist mir ganz klar, aber und wichtig ist mir halt, dass auch alles gedüngt ist. Jetzt fahren wir hier an der Seite nochmal hoch, weil das ist irgendwie scheinbar nicht gedüngt, warum auch immer. I don't know. I don't know, man. I don't know. So. Dann haben wir heute ein bisschen Feldarbeit betrieben. Ist doch auch nicht schlecht, außer dass wir natürlich noch das andere Feld anpflanzen müssen. Achso, hier, das bringt uns ja absolut nichts. Ja, dann fahren wir nach Hause. So ein Ding ist das denn. Fahren wir einfach nach Hause, komm. Abfahrt. So, das hier ist, was ist, haben wir hier überhaupt gepflanzt? Weizen, okay. Weizen. Wer pflanzt denn Weizen an? Lul. Der Bauer. Oh Mann. Ja, aber ein bisschen Feldarbeit muss natürlich auch am Start sein. Schön mit der Sonne im Hintergrund. Und ja, dann fahren wir erstmal den wieder nach Hause. Und werden denn die Hühner erstmal nochmal versorgen, weil das müssen wir ja auch nochmal machen. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Achtung, Hühners, aus dem Weg. Hühners, aus dem Weg. Oh, ich glaube, jetzt habe ich den. Ja, oh. Frontlader gerammt. So, dann stellen wir den hier weiter vorne so erstmal ab. Dann hüpfen wir hier mal kurz in den Lindner rein. Ich glaube, mit dem können wir nämlich auch die Hühner füttern. Weil mit dem machen wir ja sonst so wenig. Und dann nehmen wir hier mal ein bisschen Gerste. Ja, reicht, denke ich schon. Unser kleiner Hoftrack hier. Rundumleuchten mal an. Wichtig, wir sind unterwegs. So, Achtung, Achtung, Hühner. Ich muss hier mal längs. So. Damit ihr natürlich auch wieder ein bisschen Futter bekommt, ne? Bisschen happy happy hier. Oh. Oh. Warte mal. Links, rechts. So. Und dann würde ich sagen, laden wir ab. Schön mit dem Lindner abladen. Wir lassen den einfach hier stehen. Was haltet ihr davon? Können wir ja hier gut stehen lassen. Erstmal. So, dann haben die Hühner jetzt auch wieder Gerste, aber die brauchen wohl auch noch Weizen, oder was? Weizeneffizienz 50%, Zuckerrüben, Karotten 50% und Sojabohnen, Mais, Gerste 40%. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Weizen haben. Habe ich da auch Weizen angepflanzt? War mir doch so, oder? Da haben wir. Wir sind so gut, Leute. Wir sind einfach gut. Wir sind einfach gut. So, ja, dann würde ich sagen, gucken wir hier nochmal in die Missionen rein. Ballen pressen. Nee, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Sehen fällt 168. Mmh. 68, das ist hier unten, das Feld. Hier unten. Ja, Sonnenblumen. 3000. Was haben wir hier? 4000. 22.000. 186. 186. Hier unten, das Feld. Sollen wir auch wieder Kartoffeln anpflanzen? 22.000 schmeckt natürlich, ne? Ballen pressen. 13.000 auch wieder Kartoffeln sehen.
Also die Missionen, die sind aber auch echt nice aktuell, ne? 10.000 Feld 71. Feld 71. Wo ist denn Feld 71? Hier hinten, oh ne, das ist ganz schön groß. Dann lass uns lieber irgendwie hier das Feld 168 anpflanzen, hier unten das. Wo war's? Das hier. Dann machen wir hier nochmal eine Mission mit Sehen. Wobei, ach, da muss ich auch wieder die Saat selber holen, ne? Ah, hier schön Case. Aber Freunde, ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Lasst ihn gerne da, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Und denkt natürlich auch dran, die Glocke zu aktivieren. Ich bin raus, ihr wählt jetzt was Schönes in der Endcard aus. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Dabeisein und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.